Und weiter geht's mit einer weiteren Folge Sherlock Holmes. Ja, wir stehen hier weiterhin vor der Tür einer neuen Aufnahmesaison. Wie gesagt, ich nehme jeden Samstag auf für eine Woche. Also falls ihr mir was sagen wollt, immer für 5 Folgen. Wisst ihr Bescheid. Also, wir müssten hier mal in das Haus reingehen und das tun wir jetzt auch. Mal gucken, was passiert. Klopf, klopf. Kommen Sie herein. Alles klar, ich gehe mal rein. Hallo, guten Tag. Ich möchte gerne etwas kaufen. Guten Tag, Gentlemen. Seien Sie willkommen. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Lord Marsh. Mein Name ist Sherlock Holmes. Und dies hier ist mein Freund und Kollege Dr. Watson. So, ich denke mal, wir müssen ihn analysieren. Ich hoffe, wir kriegen das schnell genug hin. Mal gucken. Was haben wir denn da alles? Rote Augen sehe ich jetzt schon. Alles klar, wir klicken als erstes die Augen an. Rote Augen, alles klar. Schlafmangel, fühlt sich nicht gut. Ich glaube Schlafmangel. Alles klar, wir gehen zum nächsten. Wie geht das nochmal? Weiter. Hier an den Händen haben wir einen Ring. Goldener Ring. Wohlhabend, alles klar, weiter. Was haben wir noch? Da ist nichts. Wir haben eine Tasse Tee. Wir haben hier Medikamente oder sowas. Tabletten, Schmerzmittel, starkes Schmerzmittel, alles klar. Gehen wir weiter. Was haben wir noch? Wir haben ein Buch. Wir haben ein Buch, Notizen. Lord Marshalls persönliche Assistenz, Kochrezept. Was steht denn da? Persönlicher Assistent. Weiter. Wir haben hier einen Assistenten mit einem Wappen. Aufgestecktes Motiv, Mitglied im Jagdclub, Motiv. Wir haben einen Doktor. Stethoskop, Arzt, alles klar. Was haben wir übersehen? Die Decke. Er verheimlicht etwas, er ist krank. Alles klar. Ich glaube, wir haben alles, oder? Analyse bestätigen. Ungenaue Analyse. Okay, wir haben vielleicht nicht alles richtig gemacht. Naja, wenigstens haben wir diesmal alles gefunden. Ungenaue Analyse. Robin Fisher. So heißt er wohl. Achso, das ist der Assistent. Robin Fisher ist ein 25 Jahre junger Mann und dennoch bereits ein selbstbewusster Arzt. Er ist gebildet, wohlgesitten und Mitglied eines Jagdclubs. Seine Kleidung lässt darauf schließen, dass er wohlhabend ist. Robin Fisher ist nicht nur Arzt, sondern auch der persönliche Assistent von Lord Marsh. So, dann gucken wir uns mal den Lord Marsh noch an. Lord Marsh ist ein wohlhabender Mann, der in der Gesellschaft sehr angesehen ist. Das erkennt man an seiner teuren Kleidung, an seinem wertvollen Goldring. Er hat sein Leben der Unterstützung der Armen gewidmet. Er ist krank, deswegen ist er in der Decke gewickelt. Obwohl er im Zimmer, obwohl es im Zimmer recht warm ist, scheinen seine Augen gerötet, vermutlich wegen Schlafmangel oder vielleicht aufgrund von Alkoholkonsum. Eieieiei. So, stören wir etwa, mein Herr? Ich hoffe, wir stören Sie nicht bei Ihrem Gespräch mit Ihrem Arzt. Ja, das ist Dr. Reuben Fisher. Aber nein, ich freue mich sogar über Ihren Besuch, Mr. Holmes. Schön zu hören. Ich möchte den Patienten ganz bestimmt nicht aufregen. Lord Marsh, ich muss sagen, dass ich Ihre Hilfe für die armen Menschen in London sehr bewundere. Ja, wir führen einen erbitterten Kampf auf den Straßen. Und jetzt auch noch von hier aus. Sie haben bestimmt die Pakete dort bemerkt, voller Hilfsmittel, Kleider und Bücher für die Armen. Sehr vorbildlich. Auch ich versuche mit meinen bescheidenen Mitteln den Bedürftigen da draußen zu helfen. Vielleicht könnte ich Sie unterstützen. Warum nicht? Immerhin habe ich ja bereits die wertvolle Unterstützung durch Dr. Fisher, der zugleich mein Leibarzt ist. Ihr Gesicht kommt mir bekannt vor, Lord Marsh. Achso, und Lord Marsh Krankheit. Was machen wir denn? Die Krankheit oder das Gesicht? Krankheit oder Gesicht? Schwierige Frage. Ich würde sagen, wir gehen erstmal freundlich vor und sagen... Interessant. Ihr Gesicht kommt mir bekannt vor, Doktor... Seltsamerweise erinnert es mich an Whitechapel. Nicht schlecht, Sie haben recht. Ich besuche ab und an einige Wirtshäuser dort. Man glaubt es kaum. Aber ich bin kein Trinker. Aber dort kann ich, als Arbeiter verkleidet, andere normale Leute fragen, ob sie an besonderen Jobs interessiert sind. Besondere Jobs? Was genau meinen Sie denn damit? Als Lord Marsh 1889 sein Sonderausbildungsprogramm startete, sah er bereits voraus, dass bedürftige Menschen irgendwie beschäftigt werden müssten. Also bieten wir ihnen, ob mit oder ohne Ausbildung, die Möglichkeit für Lord Marsh zu arbeiten. So helfen die weniger gesegneten London zu einem besseren Ort zu machen. Fantastisch. In der Tat. Um richtig sehen zu können, braucht man eine Vision, ja? Aber auch Erkenntnis. Davon ist Lord Marsh von Kindesbeinen an überzeugt.
Bei Dr. Fischer hört sich das alles so romantisch an. Beenden wir das Thema. Also doch, eventuell nichts Böses, zumindest macht es den Anschein, dass sie hier nichts Kriminelles betreiben, aber das weiß man natürlich nicht. Was sind das denn für Arbeiten? Aber egal, wir fragen jetzt erstmal nach der Krankheit. Verzeihen Sie, Lord Marsh, aber Sie sehen sehr blass aus. Kann Dr. Watson vielleicht helfen? Das ist nett von Ihnen, aber ich denke, dass ich Lord Marsh die Behandlung zukommen lassen kann, die er braucht. Wie lange geht das schon so, my Lord? Mir geht es gut, keine Sorge. Nachhaken. Nur eine Grippe. In ein paar Tagen geht es. Es ist nur eine Grippe. Vermissten, Anzeige, Sombel, Schmerzmittel, Bild des Wappens, bla bla bla. Werbung. Wir machen mal Schmerzmittel. Wenn dem so ist, warum nehmen Sie dann starke Schmerzmittel? Wie kommen Sie denn darauf? Mr. Holmes meint die Tabletten dort auf Ihrem Tisch. Das ist eine Sache zwischen Arzt und Patient. Okay, jetzt haben wir uns wahrscheinlich schon ein bisschen unbeliebt gemacht, aber wir wollten natürlich nachhaken. So, Tab. Haben wir eventuell neue Erkenntnisse oder irgendwas? Mal gucken. Wir haben unsere Gespräche. Wir haben das war für Familienwappen. Genau, das hatten wir schon die ganze Zeit. So, was haben wir denn hier? Bei Lord Marsh wurde Grippe diagnostiziert. Allerdings scheint seine Erkrankung schwerwiegender zu sein. Alles klar, liegt wohl, ja, ganz klar, die Schmerzmittel. Dann Fischers Verkleidung. Der Reuben Fischer hat zugegeben, dass er sich verkleidet, um die Armen und Bedürftigen in London Arbeit anzubieten. Also ist er derjenige, der hier rumlief und sich rumgetrieben hat. So, was haben wir noch? Die Schmerzmittel an sich. Auf dem Tisch von Lord Marsh stehen einige geöffnete Packungen Schmerzmittel. Starker Schmerzmittel, alles klar. Das hatten wir jetzt allzu weit schon. Wir können ja auch zu dem Haus mittlerweile reisen. Untersuchen Sie das Verschwinden von, das müssen wir immer noch machen, statten Sie den Besuch ab. Das haben wir natürlich jetzt schon getan. So, jetzt können wir noch ein bisschen sprechen, aber vorher gucke ich mich natürlich um und rede erstmal mit unserem Kollegen Watson. Vielleicht können wir uns hier ein bisschen beraten. Das Sonderausbildungsprogramm ist wirklich interessant. Okay, viel hat er jetzt nicht zu sagen. Dann würde ich sagen, sprechen wir einfach direkt nochmal den Lord Marsh an. Gibt es noch etwas, das Sie interessiert? Okay, mit dem können wir auch nichts sprechen, mit dem Kollegen hier. Lord Marsh glaubt, dass er all diesen armen Menschen helfen kann. Okay, wir dürfen uns anscheinend ein bisschen frei bewegen. Ja, dann gucke ich mich doch einfach mal um, wenn es die Leute nicht stört. Letztes Jahr schlossen drei Waisen dank Lord Marsh ihre Arztausbildung ab. Dank Lord Marsh und dem Sonderausbildungsprogramm bekommen viele arme Menschen eine zweite Chance in ihrem Leben. Alles viel zu schön, um wahr zu sein, wie man es doch so kennt. Unterlagen. Dokumentiert mit einem Siegel. Dass sie das alle nicht stört, dass wir einfach mal rumgucken. Sehr geehrter Lord Marsh, das hier ist die Liste der ausgewählten Teilnehmer am Sonderausbildungsprogramm für Oktober. Das Ganze sieht sehr vielversprechend aus. Patrick Tanner. Unterstreichen. Thomas Kelly, John Strawbrider, William Thatcher und Reginald Staple. Jetzt muss ich natürlich überlegen, wie hieß denn der Papa? Vielleicht ist da jetzt was bei gewesen. Ich habe jetzt ganz vergessen, wie er heißt. Wie hieß er denn? Wie hieß er denn? William? Hieß er William? Ah, verdammt. Dieser Name sagt mir nichts. Okay, wir nehmen einfach mal einen anderen. Dieser Name sagt mir nichts. John? John Strawbridge. Ich kenne diesen Namen. Und zwar von einem vermissten Plakat. Ah, der Mann von dem vermissten Plakat. Gut, er wird also vermisst. Ob das wirklich alles so gut ist? So, was haben wir noch? Mehr können wir wahrscheinlich nicht machen. Nein, ich gucke nochmal rum alles. Wir wissen ja, das Spiel ist sehr genau. Wir können uns das Foto hier noch angucken. Our Quarterman Club. They celebrate our horseback riding explosions and hunting. Lord Marsh, auf der Jagd mit Freunden. Ah, meine werten Kameraden, Lord Collins und Lord Harrington. Wenn ich nicht so malat wäre, würde ich jetzt in diesem Augenblick bei diesen Halunken sein. Alles zu seiner Zeit, Milord. So. Ich kann es nicht ganz überblicken. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie viele Menschen Ihnen ihr Leben verdanken? Sie machen mich ganz verlegen. Aber ja, diese Menschen sind fast wie eine Familie für mich. Eine ziemlich große Familie, würde ich sagen. Ha, ja, die Liste wäre länger als Ihre Kurzgeschichten. Wie lang genau? Nun, Dr. Fischer ist für die Aufzeichnungen verantwortlich. Können wir einen Blick darauf werfen? Ich fürchte, das ist unmöglich. Die Liste ist vertraulich. Ich lege größten Wert darauf, Mr. Holmes. Ich verstehe. Nun, wir werden Ihrem Ausbildungsprogramm auf jeden Fall eine Spende zukommen lassen. Nun müssen wir aber los. Ich danke Ihnen beiden und wünsche Ihnen viel Glück, meine Herren. Vielen Dank, Mr. Holmes.
Also ich als Lord Marsh würde jetzt ein bisschen misstrauen. Einfach so ein Mensch, der einfach vorbeikommt. Hier haben wir noch was zu untersuchen. Ein Hilfspaket für die Bedürftigen in Whitechapel. Ein Hilfspaket, okay. Was haben wir hier noch so? Ich gucke mich nochmal schnell um. Da haben wir noch etwas. Lord Marsh hilft sogar Krankenhäusern. Krankenhäuser, ja. Er ist überall. Überall will er da sein und überall will er helfen. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich alles so schön ist. Lord Marsh gibt einen großen Teil seines Vermögens für die Armenhilfe aus. Ein rechter Samariter hier. Ich habe noch nie so viele Hilfspakete für Arme gesehen. Vor allem nicht im Haus eines Lords. Das Sonderausbildungsprogramm, ja, das hatten wir schon. Ist wirklich interessant. Okay, mehr kann ich hier glaube ich nicht machen. Mit F konnte ich ja noch einmal gucken. Ich sehe nichts. Ich gucke nochmal mit T. T. So, auch nichts. Und B können wir kombinieren. Diesmal funktioniert es auch. Wenn Sie zwei Hinweise finden, die miteinander in Verbindung stehen, entstehen daraus eine... Jetzt war ich zu langsam. Eine Herleitung. Hilfe 1. Ach da. Eine Herleitung. Rote Farbe zeigt an, dass die jeweiligen Hinweise nicht zusammenpassen. Okay. Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben ja keine weiteren Informationen. Wir haben Hertz, besonderer Job. Great Main Club. Sonderausbildungsprogramm. Also das und das müssen wir verbinden können, richtig? Manche Fakten können unterschiedlich interpretiert werden. Sie können ihr Bild des Taser Gangs... Was? Taser Gangs gelangen. Finden Sie heraus, wer schuldig ist. Okay, ich habe jetzt aber immer noch nicht verstanden. Durchsuchen? Da ist was. Keine Verbindung. Der besondere Job, den George Hurst erwähnt hat, hat nichts mit dem Sonderprogramm zu tun. Verbindung. George Hurst, besonderer Job und Lord Marsh, Sonderausbildung haben etwas miteinander zu tun. Ja, das hat was miteinander zu tun. Alles klar. Haben wir sonst noch was? Nein. Mehr haben wir noch nicht hier. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück. Dann haben wir noch den besonderen... Vermisst. Vermisst hat auch was mit dem besonderen Job zu tun. Jetzt klicken wir mal das... Klicken. Okay, das hat nicht funktioniert. Keine weitere Information. Lord Marsh und Dr. Ruben Fisher reden begeistert von ihm. Ja, dann machen wir... Auch nicht. Ich möchte eigentlich gerne... Das vermisst. Ach so, das hat er automatisch gemacht. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Außer den Rechtsklick gedrückt. Vermisst. Okay, das funktioniert alles nicht. So, ich will das eigentlich nur wieder abhaken, aber das funktioniert wohl nicht. Ach, Escape war das. Ach so, alles klar. So, was können wir denn vielleicht hier? Keine weiteren Informationen. Lord Marshall und Dr. Ruben Fisher reden begeistert vom Sonderprogramm. Sonderausbildungsprogramm. Aber sie haben nicht sich geweigert, weitere Informationen zu verraten. So, kann man das vielleicht irgendwie andersrum machen dann? Nein, das funktioniert so auch nicht. Probieren wir das nochmal. Das funktioniert auch nicht. Okay. Was haben wir denn sonst noch für Jobs, für Möglichkeiten? Okay, ich glaube, wir haben alle durch. Dann lassen wir das jetzt einfach mal sein. Ah, ich möchte das doch gar nicht machen. So, zurück. Zurück. Und zurück. Sind wir wieder bei Lord Marshall. Und jetzt gehen wir dann einfach mal schön aus dem Haus wieder raus. Gucken uns natürlich vorher noch genau um. Hilfe für ein Waisenhaus. Das Waisenhaus. Hilfe für Bedürftige im Lambeth Armenhaus. Es ist äußerst ehre... Ups, habe ich abgebrochen. Entschuldigung. Säcke voller Essen. Säcke voller Essen, ja. Da haben wir noch eine Tür. Mal gucken, ob wir da was machen können. Abgeschlossen. Zu. Hinten kommen wir nicht raus. Da ist kein Keller. Habe ich eigentlich vermutet. Abgeschlossen. Die Tür ist auch zu. Okay. Fühlt sich wohl etwas unsicher, der Gute. Nach oben kommen wir leider nicht. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier wieder raus. Und mehr gibt es ja wohl nicht zu tun. Und weiter geht's dann in der nächsten Folge, meine Freunde. Tschüss. Caitlin! Hey! Oh.
Caitlin!